willkommen beim HTL-Update Nummer 5. Die volle Hand haben wir jetzt das erste Mal vor. Auf Moment 2. Wie sind wir hier? Nicht wieder, zum ersten Mal, glaube ich. Ja, alle drei, genau. Ja. Zum ersten Mal die komplette Truppe hier. Ich würde auch gerne mal, was heißt anfangen, eine kleine Anekdote erzählen. Ich war letztens im GW-Shop in Oberhausen. Hab da was Schönes gekauft. Was hast du denn gekauft? Was Schönes gekauft, genau. Und dann spricht mich der schöne Ladenbesitzer. Ist er Michael. Meinst du jetzt schön nett oder gut aussehen? Beides. Ah. Der Michael aka Paddlencutter, wie er sich bei uns nennt, bei Facebook. Du kennst eigentlich schon die HTL. Ich so, ne, kenn ich nicht. Erzähl mal davon. Nee. Also er hat mich wohl nicht erkannt. Ich habe jetzt auch nicht so ein Allerweltsgesicht. Ich habe ein Allerweltsgesicht, genau. Und deswegen nicht so speziell wie beim Olli hier. Ne? Nicht jeder hat so eine schicke Figur. Ja, genau. Die erkennt man nicht jeder. Ich glaube, das war ihm sichtlich peinlich. Ich wollte jetzt nochmal einen draufsetzen und das hier im Video erwähnen. Ja. Wir wollten uns aber trotzdem natürlich bei Michael bedanken, dass er die HTL gegenüber einem Kunden erwähnt. Das finde ich super. Weil Daniel natürlich nicht so effektiv, aber nee, finde ich super. Also ja, vielen Dank, dass du das machst. Vielen Dank dafür. Ja, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Gerne alle anderen Games Workshop Mitarbeiter, die dieses Video sehen, dürfen uns auch sehr, sehr gerne erwähnen. Wir sind ja immer daran interessiert, neue Spiele zu finden und ihr seid natürlich für uns ein perfekter Ort, um auch neue Spiele zu generieren. Im Endeffekt habt ihr was davon und ihr generiert damit Umsatz. Ganz simple Win-Win-Situation für euch und für uns. Da sind wir auch schon bei meinem Thema. Und zwar, ich möchte über Geld sprechen. Und zwar, wir haben einen Sponsoring bekommen. Aber wir. Die Firma Citeris/Tomarillion, also der Tommy von Tomarillion mit dem Partner Citeris, die haben uns Geländestücke gesponsert. Gibt es auch ein Video zu. Kommt sicherlich. Vielleicht war es auch schon online. Da möchte ich mich ganz, ganz herzlich für bedanken. Und schaut euch auf jeden Fall das Video an, wenn es da ist, weil die Geländestücke sind echt klasse. In dem Zug hat der Daniel auch, weil der Channel und auch das ganze Spielen und die Turniere immer mehr Geld verschlingen, dass wir drei aus unserem Privatvermögen bezahlen, beschlossen, dass wir uns für Sponsoring öffnen wollen. Das bedeutet, wenn ihr die Idee habt, ich möchte einen kleinen Betrag sponsern, dann hat ein PayPal-Konto eingerichtet, das wir in der Beschreibung erwähnen und einblenden werden. Ihr könnt uns anschreiben, wir haben Geländestücke, können wir immer brauchen. Also alles, was ihr uns sponsern wollt, das ist sehr, sehr gern gesehen. Spenden, Sponsoring, alles das Gleiche. Wenn sich... Daniel? Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu zu den Spenden. Diese beruhen rein auf eine Schenkung. Es ist jetzt keine Spende für eine... Wir können keine Spendenquittung aus. Das wollte ich damit sagen. Also ich kann nicht sagen. Das muss man vielleicht noch darauf hinweisen. Aber... Wäre echt nett, wenn es machen würde. Es gab auch schon die ersten Spenden. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Und da haben wir schon die Hälfte geschafft für zumindest die nächste Investition. Genau, aber am Ende des Tages, wir behalten das Geld natürlich nicht. Wir wollen uns da überhaupt nicht bereichern dran. Aber wir wollen so Anschaffungen, wie wir für gute Videos für euch, wie besseres Kamera-Equipment. Und unser nächstes Thema ist ganz heiß gewünscht gewesen. Ihr wollt ja, dass wir Taktik besprechen und machen, weil wir gerade mit Silas und mit Timo zwei erfahrene Spieler bei uns im erweiterten Kreis haben, die gerne auch Taktiken erklären wollen. Und da wollen wir uns ein Whiteboard zulegen. Und da sammeln wir gerade aktuell Geld für, weil wir nicht bereit sind oder einfach momentan nicht aus der eigenen Tasche finanzieren können an der Stelle. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, sehr gerne mit Sachspenden oder auch einfach mit Geld geschenken. Und wenn ihr uns einen Anbieter gut findet, dann tretet einfach mit uns in Kontakt und wir sind sehr, sehr gern bereit, auch mit euch in die Kommunikation zu gehen und freuen uns über jeden, der uns anspricht. Gut, jetzt habe ich genug über Geld gelabert und gebe das Wort an den Timo weiter. Ja. Dann haben wir noch ein anderes Thema und zwar der Tim Jüter-Sönke, der hat eine Facebook-Gruppe jetzt eröffnet, in der man auch handeln kann mit Herr der Ringe und Hobbit-Tabletop-Figuren und alles. Und er hat aktuell, glaube ich, etwas über 260 Leute, jetzt in relativ kurzer Zeit zusammen. Ich habe da auch selber nach Figuren, wo ich ewig nachgesucht habe, eben reingestellt, einmal gefragt und direkt hat sich jemand gefunden, der mir eben die Sachen verkaufen konnte. Also wer ewig auf eBay sucht nach Figuren und alles oder seine Sachen verkaufen will, für den ist das auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Vor allen Dingen ist sehr aktiv, da geht aktuell richtig viel ab, richtig viele Leute verkaufen irgendwas, suchen irgendwas, sonst was und
wenn ihr Facebook habt, auf jeden Fall auch beitreten. Den Link setzen wir dann auch in die Beschreibung rein. Ja, ich finde es klasse, dass der Tim an der Stelle so aktiv ist. Vielen Dank, Tim, dafür. Bringt uns direkt zum nächsten Thema. Tim ist nämlich auch Turnierveranstalter. Gute Überleitung an der Stelle. Daniel, du wolltest was zu den Turnieren sagen, oder? Ja, genau. Deswegen treffen wir uns eigentlich, wegen den Turnieren. Richtig. Es gibt einige Turniere. Es war jetzt aktuell, ich glaube, gestern drei. Zwei Turniere, die stattgefunden haben. Also es tut sich einiges, das haben wir schon in den letzten Videos gesagt. Ich würde jetzt nochmal darauf verweisen, den würden wir auch in die Beschreibung reinpacken, den Link auf die Turnierübersicht auf T3. Da gibt es aktuell, wenn ich mal kurz durchzählen darf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Turniere noch ausgeschrieben. Und 4 davon sind noch im Mai. Genau, 4 davon noch im Mai. Also auch noch einige Plätze frei, wo man sich anmelden kann. Ich sehe hier so bei den meisten Turnieren noch 2, 3 Plätze frei. Ist natürlich immer schön, wenn die Turniere voll werden. Also einfach anmelden, seid dabei, macht immer Spaß. Ich glaube, ihr könnt, Timo, kannst du jetzt auch sagen, letztes Turnier, wo du warst, war auch ganz gut, ne? Ja. Hast ja gewonnen, ne? Und von daher ist auf jeden Fall immer Spaß, macht vielen Leuten Spaß. Wir haben gerade noch bei den nächsten 4 Turnieren, die sind auch gut in Deutschland verteilt. Also wenn was, in Dresden haben wir, in Mönchengladbach haben wir, Hamburg haben wir und in Boppard, da liegt in der Nähe von Koblenz irgendwo, war das, ja, also relativ verteilt, ist vielleicht auch eher mal für jemanden was dabei, das zu erreichen, wenn er nicht unbedingt nach NRW fahren will. Also ich muss jetzt mal ganz klar sagen, wir haben was in Dresden, also in Ostdeutschland, wir haben was in Hamburg, also im Norden, wir haben was in Mönchengladbach, das ist mittlerer Westen, wir haben etwas südlicher in Boppard. Was fehlt uns ganz klar noch, wer richtet keine Turniere München aus? München, Stuttgart, Jungs und Mädels da unten. Fasst euch im Herz, wir haben ganz viele Anfragen bekommen, ob die da unten an einem Turnier teilnehmen wollen. Das ist keine große Sache. In jeder Games Workshop ist froh, wenn ihr dort ein Turnier veranstaltet. Österreich und Schweiz haben natürlich genauso. Ja. Die könnten auch was machen. So. Ja. Ja. Peinlicher Moment auf Video. Wir haben natürlich auch noch unser eigenes Turnier, das wir veranstalten wollen. Da gibt es leider aktuell noch keine neuen Informationen zu, tut uns alle leid. Der Vertrag liegt uns jetzt vor, so wie wir ihn haben wollten endlich. Es sieht so aus, als wenn wir jetzt unterzeichnen werden, wahrscheinlich. Und dann werden wir es auch komplett ausschreiben. Wie gesagt, schon mal 700 Punkte haben wir im Plan. Termin kennt ihr auch schon. Termin ungefähr kennt ihr auch schon. Bitte noch keine Hotels buchen. Und dritte Information. Wir können von der Startgebühr vielleicht jetzt schon sagen, also wir sind ja transparent mit dem Thema. Ich hatte ja vorher über Geld gesprochen, das ist immer so ein bisschen mein Thema. Das Turnier wird sehr teuer für uns werden. Also wir zahlen das alles aus eigener Tasche vor und die Location ist wesentlich teurer, als wir gerechnet haben, befürchtet haben. Aber wir wollen unbedingt ein Turnier mit euch gemeinsam machen. Wir wollen eine deutsche Meisterschaft spielen. Genau, und auch eine gewisse Größe natürlich. Ja, richtig. Und demzufolge wird der Startpreis für Early Bird bei 30 Euro liegen. Das heißt, jetzt schon sparen, damit ihr auf jeden Fall teilnehmen könnt. Wir werden in kürzester Zeit das Turnier freischalten. Wenn ihr Glück habt, schon in der nächsten Woche. Und danach schnell anmelden, damit wir auf jeden Fall das Turnier veranstalten können. Es gibt dann so einen Break-Even-Punkt, ab wann das Turnier überhaupt stattfinden kann. Und das ist ungefähr die Hälfte der Teilnehmer. Weil wenn wir darunter sind, dann sind nicht einmal die Mindestkosten gedeckt. Und wenn wir mehr Leute haben, haben wir auch noch mehr Kosten. Also, unterstützt uns, indem ihr alle zu dem Turnier kommt. Es wird ein geiler Tag. Jeder, der bei einem Hahn-Turnier bisher war... Es werden zwei geile Tage, oder? Es werden zwei geile Tage, ja, ganz gut. Schon sagen. Kommt vorbei, das wird ein super, super Erlebnis. Ihr kriegt auch meinen bemalten Smog zu sehen. Das ist so ein kleines Benefit, den ich jetzt einfach nicht unter den Tisch mal fallen lasse. Es sieht gut aus, dass ich bis dahin fertig werde. Und ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Jetzt habe ich genug gelabert. Ja, dann sind wir praktisch mit unseren Themen durch, denke ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und weiterempfehlen. Weiterempfehlen, auf jeden Fall. Und dann bleibt uns noch, dass wir euch einen schönen Abend wünschen. Ciao. So, ciao.